Ist die RSV-Impfung in der Schwangerschaft eine sinnvolle neue Option? Und ist die Impfung überhaupt effektiv? Funktioniert sie? Ist sie sicher? Was ist das für ein Impfstoff? Wie sieht es mit anderen Impfungen aus? Genau darum soll es in diesem Video heute gehen. Ich bin jetzt inzwischen selbst in der 28. Woche. Also man sieht auch durchaus einen Babybauch. Er ist wieder nicht besonders groß. Dazu habe ich auch schon viele schöne Kommentare bekommen. Das lassen wir, darum mache ich euch mein eigenes Video. Aber ich kriege tatsächlich auch ganz, ganz, ganz viele Fragen von euch zum Thema RSV-Impfung, weil ich ja auch zum Beispiel erzählt habe, dass ich mir die Grippeschutzimpfung geholt habe in der Schwangerschaft und dass ich auch wieder die Keuchhustenimpfung plane. Übrigens auch zu diesen Themen mache ich euch sehr gerne ein Video. Und dann kam natürlich die Frage RSV. Jetzt ist es ja so, dass seit November gibt es eine Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie diverser anderer Fachgesellschaften für Perinatalmedizin etc. etc., die diese RSV-Impfung empfehlen. Worum geht es überhaupt? Es geht um einen Impfstoff namens Abrysvo, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, von Pfizer entwickelt, der im August 2023 erstmals in Europa von der EMA, der European Medicines Agency, zugelassen wurde für die Verwendung bei Schwangeren und für Personen über 60 Jahre. Aber das ist meistens eine andere Zielgruppe, die auch meine Videos eher selten guckt. Deswegen fokussieren wir uns natürlich darauf, ob Abrysvo in der Schwangerschaft geeignet ist. Mann, hätten die sich nicht einen leichteren Namen einfallen lassen können? Wenn ihr dieses Video gut findet, dann gebt ihm doch einen Thumbs up, damit es von mehr Leuten gesehen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und wenn euch generell solche Themen interessieren, dann klickt doch auch auf diesen Abonnieren-Button und auf die kleine Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es von mir ein neues Video gibt. Abrysvo. Jetzt habe ich selber nochmal nachgeschaut. Ihr seht, ich kenne ihn auch noch nicht super lange. Ich habe mich aber jetzt sehr, sehr ausführlich damit beschäftigt. Ich habe die Empfehlungen gelesen von dem American College of Gynecologists, von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, sowie auch die komplette Zulassungsstudie, die hinter diesen Empfehlungen steht, und auch noch weitere Fachinformationen gesucht, was es dazu gibt, um euch ein möglichst gutes Bild dieser Impfung liefern zu können. Ja, vielleicht als erstes mal, um was geht's eigentlich? Welche Erkrankung? RSV. RSV ist das Respiratory Syncytial Virus oder respiratorisches Syncytialvirus. So, das ist eine Viruserkrankung, die vor allem Kinder und ältere Menschen schwer betrifft. Betreffen tut sie insgesamt alle. Bei einem normalen, gesunden, erwachsenen Menschen oder auch einem Teenager löst sie allerdings meistens nur eine Erkältungskrankheit. Anders sieht es halt aus bei Babys und Kleinkindern. Da ist es so, dass es die häufigste Ursache von Hospitalisierungen, also sprich Krankenhausaufenthalten, in diesem Alter in Westeuropa bzw. in weiteren entwickelten Ländern darstellt. Insgesamt infizieren sich 50 bis 70% aller Kinder im ersten Lebensjahr mit RSV und in den ersten 2 Lebensjahren nahezu 100%. Das sagt euch schon, die kommen ja nicht alle ins Krankenhaus. Sagt euch schon aus, die Verlaufsformen können sehr unterschiedlich sein. Von komplett asymptomatisch bis hin zu wirklich schweren Verlaufsfällen inklusive Todesfällen. Besonders gefährdet sind, wie bei vielen Lungenerkrankungen, Frühgeborene oder Kinder mit angeborenen Fehlbildungen an der Lunge oder am Herzen, bronchopulmonale Dysplasie beispielsweise. Die haben natürlich ein deutlich höheres Problem, wenn sie sich mit RSV infizieren. Hier haben wir wirklich Letalitätsraten von 1 bis 5%. Das heißt, es sterben wirklich auch signifikant Kinder daran. Aber selbst wenn die Kinder nicht daran sterben, ich habe von ganz vielen Mamas von euch, die das erlebt haben, auch wirklich herzzerreißende Berichte bekommen, wie schwer es für sie war, wenn ihr ganz kleiner Schnupsi 1, 2, 3 Monate halt einfach ins Krankenhaus musste. Auch wenn am Ende alles gut gegangen ist. Also es ist durchaus eine Erkrankung, die, auch wenn sie häufig asymptomatisch oder unkompliziert verläuft, nicht ganz ohne ist. Und es handelt sich um eine Viruserkrankung, das heißt, wir können keine Antibiotika geben. Es gibt eigentlich keine Mittel, mit denen wir das Ganze bekämpfen können, wenn es zu einer Infektion kommt.
Wir können nur symptomatisch unterstützen und therapieren und hoffen, dass der Körper das selber hinbekommt. Und deswegen ist es natürlich so spannend, wenn es jetzt eine Impfung gibt. Eins habe ich noch vergessen, RSV ist eine saisonale Erkrankung. Die RSV-Saison reicht meistens von November bis etwa März. Es kann aber auch schon im Oktober losgehen und es kann auch mal bis in den April gehen. Der Gipfel ist meist so im Januar und Februar an Erkrankungen. Während der Covid-Pandemie hat man auch gesehen, hat er sich interessanterweise mal verschoben. Da war der komplett anders. Das ist jedes Jahr ein bisschen anders, aber das ist eine Erkrankung, die vor allem in den Wintermonaten auftritt. Aber, trotz allem ganzjährig auftreten kann. So, dann gucken wir uns doch als nächstes mal den Impfstoff Avrisbo, langsam kriege ich es hin, den wir jetzt neu haben. Was das für ein Impfstoff ist, wie sieht es mit der Zulassungsstudie aus, was wissen wir? Also, Avrisbo ist ein Totimpfstoff von der Firma Pfizer, wie gesagt, jetzt gerade neu zugelassen. Mit Totimpfstoffen haben wir in der Schwangerschaft schon viele Erfahrungen. Gibt ja Totimpfstoffe, Lebendimpfstoffe, RNA-Impfstoffe und noch ein paar andere Subklassifizierungen, die wir jetzt mal hier außen vor lassen. Es handelt sich hier aber um einen klassischen Totimpfstoff. Das heißt, es sind zwar Teile eines Erregers drin, aber keine lebenden Erreger mehr. Das heißt, die Impfung kann auch nicht zu einer Erkrankung an sich führen. Das Besondere hier ist, dass nicht der Patient geimpft wird, das Baby, was man schützen will, sondern die Mutter wird geimpft. Und die Mutter wird deswegen geimpft, damit die Mutter ganz, ganz, ganz viele Antikörper bildet. Und diese Antikörper gehen nämlich über die Plazentaschranke und geben dem Kind ein Antikörperdepot. Man weiß aus Erfahrungswerten, dass Frauen, die sich mit RSV irgendwann mal in ihrem Leben infiziert haben, zwar auch Antikörper weitergeben, allerdings in viel zu geringem Ausmaße. Es ist auch so, dass diese Antikörper leider nicht sehr stabil sind. Deswegen versucht man diese Impfung auch möglichst spät ans Ende der Schwangerschaft zu legen, damit natürlich zu dem Zeitpunkt, kurz nach der Impfung, ist ja der Antikörperspiegel am höchsten und fällt danach langsam wieder ab. Oder in manchen Fällen leider auch etwas schneller. Deswegen versucht man die eben möglichst ans Ende zu legen, damit man einen möglichst hohen Antikörperspiegel hat, der dem Kind weitergegeben werden kann. Der Totimpfstoff ist übrigens gegen die RSV-Stämme A und B, braucht euch aber ehrlicherweise nicht weiter interessieren, weil das sind die zwei Stämme, die es eben gibt und gegen beide funktioniert er. Die Zulassungsstudie ist in mehreren Ländern über 4 RSV-Saisons durchgeführt worden an insgesamt knapp 3700 Schwangeren, die geimpft worden sind und 3700 Schwangeren, die ein Placebo zur Kontrolle erhalten haben. War also durchaus eine gar nicht so kleine Studie. Geimpft wurde übrigens in dieser Studie zwischen der 24. und 36. Schwangerschaftswoche. Zum idealen Zeitpunkt der Impfung komme ich aber später nochmal kurz. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Später ist besser. Ja, und damit kommen wir zum wichtigsten Punkt, dem primären Endpunkt der Studie. Was konnte denn der Impfstoff tatsächlich bewirken? Und hier hat man eben gesehen, dass es zu einer deutlichen Reduktion der schweren RSV-Infektionen innerhalb der ersten 3 bzw. ersten 6 Monate kommt. Und zwar um etwa 80% in den ersten 3 Monaten und ich glaube 70% etwa in den folgenden, also innerhalb der ersten 180 Tage. Das ist der Zeitraum, wann die Kinder auch am meisten gefährdet sind. Schwere Infektionen, also cool. Insgesamte Infektionen sind zwar auch gesunken, also die, die quasi zum Arzt mussten, aber halt nicht schwer verlaufen sind. Allerdings nicht in einem ganz so extremen Maße, weshalb man hier sagt, dass der Impfstoff sein Ziel verfehlt hat, auch wenn es deutlich weniger Fälle sind. Ihr habt also keinen 100%igen Schutz, den ihr durch diese Impfung in der Schwangerschaft erreicht bei eurem Kind. Die Rate an schweren Fällen und übrigens auch, das war ein sekundärer Endpunkt der Studie, an Hospitalisierungen, also Kindern, die ins Krankenhaus müssen, auch die sind signifikant reduziert worden. Auch hier war die Impfung effektiv. Und natürlich, wie jede Medikamentenstudie, auch natürlich bei Impfstoffen, war der zweite Teil, den man sich angeschaut hat, nicht nur, ist sie effektiv, sondern man hat auch geschaut, ist die Impfung sicher. Und hier ist es so, dass die Impfung wirklich als sehr sicher eingeschätzt werden kann. Wenn man sich anschaut, was sind denn eigentlich an Komplikationen, Nebenwirkungen aufgetreten, so ist es einfach keine Rate an irgendwie schwerwiegenden Fehlbildungen beim Kind oder schwerwiegenden Komplikationen der Mutter. Es war alles überhaupt nicht erhöht im Vergleich zu Placebo. Das Einzige, was tatsächlich aufgetreten ist, es ist häufigste Nebenwirkungen, etwa 40% waren Schmerzen an der Einstichstelle und in etwa 30% kam es auch zu Kopfschmerzen und oder zu Muskelschmerzen. Beides übrigens waren in den allermeisten Fällen
leichte bis mittelschwere Beschwerden, die auch maximal 3 Tage angehalten haben. Also tatsächlich sehr moderat. Besonderes Augenmerk hat man übrigens auch auf die Frage gelegt, ob es irgendwie erhöhtes Risiko von niedrigem Geburtsgewicht oder von Frühgeburten gibt. Hier war es aber so, dass die Daten sehr beruhigend waren, dass es zu keiner erhöhten Rate an Frühgeburten oder Kinder mit niedrigem Geburtsgewicht oder eben irgendwelchen anderen schwerwiegenden Komplikationen gekommen. Also summa summarum eine Impfung, die effektiv ist und die auch sicher ist. Ja, wann sollte die Impfung jetzt dann durchgeführt werden? Das hat man eben auch in der Studie gesehen, dass die Impfung effektiver ist, je später sie gegeben wird. Natürlich braucht der Körper auch ein bisschen Zeit, um Antikörper zu bilden, und man will ja nicht aus Versehen schon einen Geburtsstart haben, wenn dann die Impfung noch gerade erst stattgefunden hat. Deswegen ist es die CDC, das Center for Disease Control in den USA, sowie das American College of Gynecologists and Obstetricians und so weiter. Die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie die Impfung in der 32. bis 36. Schwangerschaftswoche empfehlen. Dieser Empfehlung schließt sich die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie eben die anderen angesprochenen diversen Fachgesellschaften. Ihr findet übrigens all diese Informationen auch unten in der Beschreibung dieses Videos. Da verlinke ich euch auch die Studie und diese Fachempfehlungen etc. etc. Könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr möchtet. Die folgen dieser Empfehlung und sagen auch, idealerweise findet diese Impfung zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche statt. Aktuell noch unklar ist, ob die Impfung bei drohender Frühgeburtlichkeit nach vorne gezogen werden sollte, beispielsweise ins späte 2. Trimester. Das ist ja zum Beispiel bei der Keuchhustenimpfung so, dass man das dann empfiehlt. Das ist im Moment einfach aufgrund der Neuheit der Impfung noch nicht bekannt. Ja, und wen ich sonst immer zitiere, die STIKO, die habe ich jetzt bisher gar nicht angesprochen. Warum habe ich das nicht gemacht? Hat die STIKO etwa davon abgeraten? Nein, natürlich nicht. Die STIKO hat bisher keine Empfehlung zu dieser Impfung abgegeben. Die Empfehlung der STIKO wird Ende Frühjahr bis Mitte des Jahres 2024 erwartet. Das ist auch ganz normal, dass die STIKO immer länger braucht. Was passiert, wenn eine neue Impfung auf den Markt kommt? Als erstes Mal prüft die European Medical Agency, ist sie sicher und effektiv, und lässt sie dann für den Markt zu. Dann kommen meistens die Empfehlungen der Fachgesellschaften, und ab der Zulassung kann das Medikament auch als Privatrezept verschrieben werden oder in dem Fall die Impfung und auch verabreicht werden. Was dann passiert, ist, dass ein Prozess losläuft, in dem sich die STIKO diese Impfung anschaut und überlegt, was passiert denn jetzt, wenn man die Gesamtbevölkerung oder die Subgruppe der Bevölkerung, in dem Fall also alle Schwangeren, impft. Welche Konsequenzen hat das? Wie viele Fälle werden reduziert? Welche Konsequenzen für das Gesundheitssystem und die betroffenen Personen werden abgewendet? Und was kostet das Gesamtsystem? Weil die STIKO nämlich auch eine ökonomische Bewertung durchführen muss. Und die müssen das alles erst modellieren und gegeneinander abwägen, und dann wird die STIKO zu einem Ergebnis kommen. In diesem Falle hier ist die Erwartung von eigentlich allen, die mit dem Thema vertraut sind, sehr klar, dass die STIKO eine Empfehlung abgeben wird. Weil RSV super häufig, Hospitalisierungsraten hoch, Impfung sehr sicher. Ihr seht schon, das wird ein relativ einfaches Ding für die STIKO. Nichtsdestotrotz muss das alles solide modelliert werden, und erst wenn das passiert ist, wird die STIKO sich äußern. Und erst dann, und jetzt kommen wir zu dem Thema, zu dem ich natürlich auch ganz viel gefragt werde, Thema Kosten. Wie viel kostet das und wer übernimmt diese Kosten? Erst wenn die STIKO eine Empfehlung gegeben hat, geht das Ganze in den GBA, den gemeinsamen Bundesausschuss, wo die gesetzlichen Krankenkassen sich das angucken. Die haben dann 3 Monate Zeit, um ihre Richtlinien entsprechend anzupassen, ob sie das Ganze übernehmen. In den allermeisten Fällen folgen sie dann der STIKO und können auch gar nicht anders. Sollten sie es übrigens verpennen in den 3 Monaten, dürfte es auf jeden Fall. Und sie müssen zahlen, bis sie das gemacht haben. Es wird aber in dem Fall auch so sein. Die STIKO wird eine Empfehlung abgeben, sie werden das positiv bescheiden, das sage ich euch jetzt schon. Und dann wird der GBA beschließen, ja, okay, wir müssen zahlen. Es ist auch tatsächlich so, dass, und das ist die ganz spannende Frage für viele, was passiert, bis die STIKO jetzt die Entscheidung trifft, weil die aktuelle RSV-Saison ist ja noch am Laufen. Also, aktuell, diese Impfung kostet 213 Euro und kann nur auf Privatrezept verordnet werden. Prinzipiell müsstet ihr sie also selber tragen. Es ist aber so, dass viele Krankenkassen jetzt schon aktuell diese Impfung selbst übernehmen, weil sie eben auch für sinnvoll erachten und wissen, das kommt sowieso.
Deswegen habt ihr gute Chancen, dass ihr das nicht bezahlen müsst. Was ihr dafür allerdings machen müsst, ist, um sicher zu gehen, also ihr könnt es natürlich auch durchführen und einfach einreichen und hoffen, aber wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dann fragt ihr eure Krankenkasse vor der Impfung, beantragt das quasi. Es gibt dafür auch ein Formular, das verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung dieses Videos. Das hat die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe nämlich praktischerweise auch schon bereitgestellt. Bringt ihr zu eurem Arzt oder eurer Ärztin mit, die füllt das aus, ihr gebt es bei der Krankenkasse ab. Die sagen, jawohl, wir zahlen, ihr holt euch den Impfstoff, lasst euch impfen und erledigt ist das Thema für euch. Bleibt mir nur noch ein letzter Punkt anzusprechen, die Kombination mit anderen Impfungen. Gerade, ich habe ja immer schon wieder mal angesprochen, Keuchhusten ist ja auch eine Impfempfehlung, die im dritten Trimester liegt. Also zeitgleich und je nachdem, wann man natürlich in dieses zweite, dritte Trimester kommt und so weiter, könnte es ja auch eine Überschneidung mit anderen empfohlenen Impfungen, wie beispielsweise der Influenza-Impfung kommen. Also grundsätzlich, da es sich um einen Totimpfstoff handelt, sollte es möglich sein, es eigentlich zeitgleich zu impfen. Sowohl mit Influenza als auch mit Pertussis, Keuchhusten, sollte es kein Problem darstellen. Da die Impfung noch so neu ist, ist man im Moment so, dass man sagt, lasst uns doch trotzdem nochmal einen zusätzlichen Sicherheitsabstand machen, damit wir sicher gehen, dass die Impfungen sich nicht gegenseitig beeinflussen und der Schutz irgendwie runtergeht. Deswegen ist die offizielle Empfehlung der meisten im Moment, 2 Wochen Abstand zwischen der Keuchhusten- und der RSV-Impfung zu lassen und die Influenza-Impfung idealerweise schon deutlich vorher im zweiten Trimester durchzuführen. Meine Frauenärztin sagt zum Beispiel auch, sie würde mir sogar empfehlen, 4 Wochen Abstand dazwischen zu lassen. Im Grunde, ihr seht schon, es gibt da einen gewissen Spielraum. Schaut auch einfach, wie passt es mit euren Gyn-Terminen zusammen. Bei mir ist es jetzt so, ich werde in der 31. Schwangerschaftswoche Keuchhusten impfen und dann in der 35. RSV. Damit bin ich so ideal, wie es geht, irgendwie in diesen beide im dritten Trimester und beide irgendwie einigermaßen mit Abstand zueinander. Und es hat mit meinen Terminen zusammengepasst. Ja, und ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, um diese Frage RSV-Impfung für euch zu beantworten, zu verstehen. Was gibt es zu berücksichtigen? Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir das immer gerne unten in die Kommentare. Ich schaue mir die sehr genau durch. Ich werde sie auch in dem Thema Impfungen mal wieder moderieren müssen, weil der eine oder andere Schwurbler kommt bestimmt auf die Idee zu sagen, alles schlecht, alles furchtbar, Impfungen, um Gottes Willen, wie kannst du das tun? Diese Kommentare werden direkt gelöscht. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr dazu komme, noch ein paar schöne Videos zu machen, bevor Baby Nummer 2 da ist. Und ja, jetzt verabschiede ich mich mal von euch. Macht's gut, Mädels, bleibt gesund und ich hoffe, das hat euch geholfen. Macht's alles Gute. Mua.